Es gibt angenehmere Termine als den Besuch beim Zahnarzt. Speziell der Zahnersatz und das Implantat sind für viele Patienten ein Angstthema. Der Eingriff ist in doppelter Hinsicht unangenehm. Erst wird der Zahn aus dem Kiefer entfernt und dann wird der Kiefer erneut geöffnet, um das Implantat einzusetzen. Beim herkömmlichen Implantat muss ich ja den Knochen erst abheilen lassen und wieder frisch aufsuchen und dem Patienten einen zusätzlichen Schmerz zufügen und auch mit der Unsicherheit leben, dass ich ja nicht an der richtigen Stelle sein muss. Die Firma Heliocos hat ein neues Implantatsystem entwickelt und zum Patent angemeldet. Es ist klein, stabil und hat einen völlig anderen Behandlungsablauf. Bereits unmittelbar nachdem ein Zahn gezogen wird, setzt der Zahnarzt in die entstehende Lücke einen Gewindekorb ein. Dieser heilt geschützt im Inneren des Kiefers ein und verbindet sich mit dem umgebenden Knochen zu einem stabilen Fundament. Nach 4 Monaten wird in einem kleinen und weitgehend schmerzfreien Eingriff der einteilige Aufbau eingebracht. Danach kann durch Aufsetzen der Zahnkrone die Behandlung abgeschlossen werden. Wenn ich bedenke, dass wir das Implantat einsetzen und damit im Grunde genommen alles erledigt haben und nur noch vielleicht nach 4 oder 5 Monaten das eigentliche Implantat einschrauben, dann ist das natürlich von einem sehr großen Vorteil, weil der Patient es fast nicht merkt. Die Heliocos GmbH aus Stuttgart ist ein Start-up-Unternehmen. Bevor die ersten Implantate über ausgewählte Referenzzentren in deutsche Zahnarztpraxen gelangen, wird noch eine klinische Studie durchgeführt. Erste erfolgreiche Versuche mit dem Heliocos-System gibt es aber bereits. Mit klaren Vorteilen für den Patienten. Er weiß, da kommt ein chirurgischer Eingriff auf ihn zu, der Zahn muss gezogen werden dann. Dass man in der gleichen Sitzung, wo er sowieso betäubt ist, dann auch ein Implantat noch mit reinbekommt, dann, das nimmt er im Prinzip weder zeitlich noch vom Ablauf her richtig wahr. Solche Rückmeldungen ermutigen. Entsprechend optimistisch zeigen sich die Gründer aus Stuttgart, mit ihrer Innovation die richtige Marktlücke gefunden zu haben. Implantate, die derzeit auf dem Markt sind, unterscheiden sich kaum voneinander, sind eigentlich nur MeToo-Produkte und bieten keinen neuen Nutzen für den Patienten. Unser Produkt bietet neue Vorteile für den Patienten und auch für den Arzt. Und deshalb gehen wir davon aus, dass die Produkte gut vom Patienten angenommen werden. Das Heliocos-System. Ein innovativer Schritt zur schmerzfreien Behandlung.